Hallo zu einer neuen Ausgabe von Schöner Wohnen. Diesmal zeigen wir euch, wie ihr mit nur wenigen Handgriffen euer Wohnzimmer in die Brücke des Raumschiffs Enterprise verwandelt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ihr habt nicht aus Versehen das falsche Video angeklickt, sondern seid richtig gelandet. Bei Uncharted 3 Drake's Deception. Was diese herumwuselnden Menschen und das merkwürdige Gebilde in der Mitte des Raums mit Nathan Drakes neuem Abenteuer zu tun haben? Dazu gleich mehr. Vorher sehen wir uns aber ein paar Spielszenen aus dem Multiplayer-Modus von Uncharted 3 an. In Los Angeles konnten wir einige Deathmatch-Varianten anspielen, vom Singleplayer wurde allerdings nichts gezeigt. Das ist aber kein Beinbruch, denn von einigen Szenen der Mehrspieler-Levels kann man durchaus auch auf den Story-Modus des Spiels schließen. So gibt's etwa einen spektakulären Shootout auf einem Wüstenflugplatz, gefolgt von der wilden Verfolgungsjagd, während der unsere Helden aus dem Frachtraum eines startenden Lastflugzeugs auf Söldner ballern. Wer sich den ersten Trailer zu Uncharted 3 aufmerksam angesehen hat, weiß, dass Drake irgendwann einen Flugzeugabsturz überlebt und sich durch die Wüste schleppen muss. Obwohl die Entwickler es im Gespräch mit uns verneinten, gehen wir stark davon aus, dass euch eine ähnliche Sequenz auch im Solospiel bevorsteht. Wie im grandiosen Vorgänger gibt's auch in Uncharted 3 mehrere Multiplayer-Varianten. Zum Beispiel Free for All, bei dem das Motto Jeder gegen jeden lautet. Oder Team Deathmatch, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Während ein Koop-Modus noch nicht bestätigt wurde, gibt's eine interessante Abwandlung des traditionellen Team Deathmatch. Hierbei treten drei Zweierteams gegeneinander an, was bedeutet, ihr habt einen Partner an der Seite, mit dem ihr zusammenarbeiten müsst, um zu überleben und Punkte zu machen. Die Idee dazu kam Entwickler Naughty Dog beim Testen des ebenfalls integrierten Splitscreen-Modus für zwei Spieler. Egal, ob ihr als Einzelkämpfer oder Koop-Abenteurer unterwegs seid, sammelt ihr in Uncharted 3 Punkte. Sei es durch Abschüsse oder Schätze, die ihr in den Arenen findet. Für die Punkte kauft ihr euch anschließend neue Outfits, Waffen oder Spezialfähigkeiten. Nun aber zurück zu den Bauarbeiten vom Anfang des Videos. Das hier ist Amy Hennig, die für die Drehbücher der Uncharted-Spiele verantwortlich ist. Sie hat außerdem das Skript zu Soul Reaver verfasst. Hier überwacht Amy die Dreharbeiten zu Uncharted 3 in den Culver Studios in Los Angeles. Naughty Dog nutzt dazu dieselbe Soundstage, auf der Robert Zemeckis auch seinen CGI-Film Der Polar Express verwirklicht hat. Wir waren dabei, als eine Zwischensequenz gefilmt wurde, in der Drake und Sully sich auf den Weg zum französischen Chateau machen, das später in Flammen aufgeht. Die Darsteller Nolan North, das ist im Spiel Nathan Drake, und Richard McGonagall, der Sully verkörpert, tragen spezielle Motion-Capture-Anzüge, die ihre Bewegungen 1:1 in den Computer und später in die Zwischensequenz des Spiels übertragen. Hello, Germany. I'm Nolan North, Nathan Drake of Uncharted. This here is the big fella. Richard McGonagall, Sully, or Victor Sullivan to his mother. It's Sully. And listen, Germany, go buy Uncharted 3, all right? You have to. You will find out things that you never wanted to know. Yes. Is not beschissen. Is ganz toll. Yeah? But he That's said, all I know. I have no idea. Thanks for supporting us. Auf Wiedersehen. Really appreciate it, and do, definitely. Get to put your orders in now for Uncharted 3, because you will not want to be without this. Absolutely. I don't know any other German words. Nachwurst. Schnitzel. Ooh. We love you. Eine Thanks. Kleine Nachtmusik. He lost me.